motif, tout nous nous rassembler, nous tout nous avons trouvé, qui moyen nous pour commencer. Il y en a qui péanisaient, mais il y en a beaucoup qui pleuraient. Mais moi, moi, je m'imagine, si ça va vous détruire, nous beauté. Vous avez dit, nous tout nous nous rassembler, nous nous tout nous joignons ensemble, pour nous être ensemble, nous l'indépendants. Es wird die neue Fähre eingeweiht. Hier am 23. Dezember. Riesenzeremonie. Die ganze Insel ist auf den Beinen. Und hier unten auf Rigitea. Und da hinten, da liegt die Limelight. Da sind nur ein paar Segler hier. Da liegt sie. Ich will schon mal ein kleines Stück auf den Mount Duff gehen. Das ist hier der höchste Berg auf Mangareva. Da geht es gleich hier durch den Dschungel. Man soll es kaum glauben, aber hier geht es vorbei an Nadelwäldern. Ich vermute mal, es
so eine Pinienart. Es gibt sogar ein paar Steighilfen hier. Und es geht schon ganz schön steil berghoch. Hälfte habe ich geschafft. Kaum zu glauben, ich bin oben. Es ist der Wahnsinn. Also mit meinen Seebeilen sind das gefühlte 4500 Höhenmeter gewesen. Aber tatsächlich waren es nur 458. Aber ein Wahnsinnsausblick. Schaut selbst. Unter unsere Gitea. Da hinten die Flughafeninsel. Das Außenriff. Das ist der Grat, den ich hochgekommen bin. Wahnsinn. Da geht's. 300 Meter in die Tiefe. Der heilige Abend rückt näher. Wir sind bei unserem Festmahl angelangt. Wie immer Hähnchen. Heute gibt es drei niedliche Hähnchenschenkel und ein bisschen Restesalat von vorgestern. Die Bescherung rückt näher. Da steht das Hauptgeschenk, das mich da so nett anlächelt. Und das ist unser Gabentisch. Es gibt sogar Süßigkeiten. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Also ich glaube, das hier ist für mich. Und das ist für die Annette. Euch allen frohe Weihnachten. Die Annette, die hat sage und schreibe so eine Kette geschenkt gekriegt. Ja. Hammer. Dann haben wir gemeinsam hier so einen schönen Manta-Rochen aus Holz von den Marquesas. Der Michael hat noch so ein Armband bekommen. Und eine Perlenmuschel. Sehr schön. Und ein Knobelspiel. Danke, lieber Weihnachtsmann! Es geht in die Kirche. Das ist schon voll im Gange. Bonsoir.
So geht er schon seit 20 Minuten. Heiligabend auf der Limelight. Und zwar unterschiedliche Infos. Die Crew der Esmeralda. Ach ja, das. Da ist die Crew der Lupina. Hallo. Also Pia, Köbi, Hans, Katrin, Annette und der Michael. Boah, das ist der Michael. Endlich ist er mal hell. Helles Köpfchen endlich, ja? Heute gibt es hier eine Kochorgie auf der Lupina. Es ist der 25. Dezember. Oh, da kommen schon ein paar Sachen an. Und das ist das erste Mal, dass hier so ein Jetski nervt. Hier sind schon die Hors d'oeuvres vorbereitet. Aber wenn man doch zusammen essen möchte, dann sollte man schon. Ist der Tisch festlich gedeckt. Der Hammer! Nein, die Schweizer machen drei. Ja. Hallo! Zack, zack. Das geht für mich gar nicht. Die Annette hat endlich eine neue Küche gefunden. Nächste Köchin. Katrin hat die Küche betreten. Nein, ich muss noch etwas länger dranbleiben. Oh. Eigentlich sicher, aber da war schon Fleisch drauf. Aber ich finde es toll, dass sie überhaupt so viele gibt es mal Steak. Rindsteak. Das ist unser Geschirr von zu Hause. Das haben wir mitgenommen. Köbi, das ist für fleischlos. Oh, jetzt gibt es noch ein Mousse-au-Chocolat als Nachtisch. Kann es uns gut gehen? Was müssen wir dann morgen machen, ey? Ich mag es auch normal nicht. Also man sieht, es hat geschmeckt. Das ist gut. Oder es gab zu wenig Essen. Also wenn ihr das Rezept wissen wollt, hier oben findet ihr den Link von der Lupina. Die schreibt da einfach mal an. Zweiter Weihnachtsfeiertag. Und es ist total ruhig hier im Ankerfeld. Wir hatten gestern einen schönen Abend auf der Lupina. Dann war heute auch noch das Versorgungsschiff da und morgen können wir hoffentlich ein paar Sachen einkaufen. Da gibt es wieder eine neue Lieferung Flugbenzin. Die müssen wir jetzt von hier, Rikitea, zur Flughafeninsel bringen. Das ist ganz schön aufwendig. Und das gibt es nur alle drei Wochen, wenn das Versorgungsschiff kommt. Die Lupina bekommt heute eine neue Kette. Die ist hier gestern angekommen aus Frankreich. Es hat super funktioniert. Und da
kommt schon die Lupine angefahren. Da kommt schon der Marineoffizier, der die Lupina die Leinen abnehmen wird. Die Fähre hat mich nervös gemacht beim Frühstücken. Warum? Tada! Tada! Da ist ja gar nichts drin. Ist ja ganz leer. Hast aber eine schöne Kiste jetzt zum Verkohlen. Und einen schönen Sack hast du jetzt hier. Oh. Es wird noch mal nachgemessen. Die alte Kette wird abgebaut. Ja. Und gleich kommt die neue dran. Zeitgleich kommt die Fähre an. Das ist das neue Prachtstück der Gambiers. Die gibt es hier erst seit einer Woche. Fähre Nummer 2. Und diese Fähre, die ist eigentlich nur dafür da, dass sie die Touristen vom und zum Flughafen bringt. Und auch hier ist es vollbracht. Okay. Und sie ist an Bord. Ja. So, alles erledigt. Okay. Denk dran, da vorne ist ein Riff, ne? Jo. Klostergarten. Hier gibt es Bäume, die für jedermann zugänglich sind. Und wir hoffen, dass wir ein paar Pampelmusen und Mangos finden. Also wir sind hier jetzt am Prinzessinnenbad. Die Luftfeuchtigkeit. Aber unsere beiden Prinzessinnen, die sind so sauber, die wollen gar nicht baden. Ich denke, die zieren sich ein bisschen, weil wir keine Eunuchen sind. Es geht wieder weiter nach Akamaru, das ist hier vorne die Insel. Was ihr seht, ist das Gambier-Archipel mit vielen verschiedenen Inseln. Und wir navigieren hier mit OpenCPN. Wir haben hier einen Track, der ist von der Pitufa. Und da sieht man ganz genau hier die Riffe und wo man lang fahren muss. Bis jetzt sind wir schon zweimal mit diesem Track gefahren und es hat sehr gut geklappt. Jetzt wollen wir erstmal hier nach Akamaru fahren und dann morgen geht es dann von da hier rüber nach Tarawai. Vor uns liegt Akamaru. Da werden wir jetzt die Nacht verbringen. Hier zwischen dieser kleinen Insel und der Insel Akamaru. Es wird der richtige Ankerplatz gesucht. Heute gibt es gebackene Banane. Mit Rum und Honig. Sieht lecker aus. Ja, aber den Makemo-Honig, den drücken wir nicht raus. Wir nehmen den kolumbianischen. Wieder sind Wolken vor dem Sonnenuntergang. Das sah so schön aus, bis eben gerade. Wieder neigt sich ein Tag dem Ende entgegen. Hier im tollen Gambier Atoll. We'll be right back.
letzte Wanderung im Jahr 2022. Es geht auf den Gipfel dieser Insel. Und wir können uns auch nicht verlaufen, weil wir haben nämlich unsere Schweizer Bergführer dabei. Die letzten Meter zum Gipfelkreuz. Ja, und so ist das, wenn man mit den Schweizern unterwegs ist. Da muss man auch mit Regen rechnen. Das und ist der faul. Ist ganz schön frisch und dicke Tropfen. Und deshalb braucht es optimale Ausrüstung. Genau, ja. Paradiesisch ist es hier. Und auch die Annette hat eine paradiesische Schaukel gefunden. Ja. Hier sind wir auf dem Kirchgang. Eine der schönsten Wege zur Kirche. Genau. Muss ich mal umdrehen. Ja. Die zwei Farben von Blau. Und dann gibt es hier eine riesige Kirche, wo hier nur zwei Menschen auf der Insel wohnen. So eine Riesenkirche. Und tipp. Top gepflegt. Es leben hier maximal 10 Personen auf der Insel. Schau dir das an. Geputzt und unterhalten. Aus Perlmutt gefertigt alles. Von den Muschelschalen hier von den Gambierinseln. Das frage ich mich auch, da ist irgendjemand in Hitze gekommen. Nein, da hat es auch. Oben auf dem Turm. Und da gibt es sogar eine Glocke. Und wer kommt da noch hoch? Der Köbi. Ein anderer Mutiger. Wir könnten ja mal Alarm auslösen. Machen wir fest eine Belastungsprobe. Thank you.
weiter hinten, Rikitea, Insel Mangareva. Leider hat das mit der Fernbedienung nicht so lange gehalten. Jetzt habe ich hier diesen Schalter abgelötet und habe ihn kontrolliert und er schaltet auch. Jetzt habe ich ihn wieder angelötet und jetzt funktioniert es. Wollen wir mal schauen, wie lange das hält. Zum Nachmittag am 31. sind wir eingeladen bei Valerie in Irvin. Und sitzen hier schon jetzt mit der Crew der Limelight, der Esmeralda und der Limelight. Rum and rum. That's your favorite. I know you like it. Makes you injury. Ist schon was dran, oder? Oh, ja. Oui, c'est vrai. Toi et Kobe. Toi bien la femme et l'homme. C'est l'homme. Wir spielen Boule. Stopp! Wir spielen die Haustiere mit. Liebe, that's always. Alle, alle, alle. Oh. Wir sind diesmal von Schiff zu Schiff gegangen und haben eine der Mahlzeiten eingenommen. Angefangen auf der Esmeralda mit der Vorspeise, das Hauptgericht auf der Limelight und die Nachspeise auf der Lupina. Ja, es ist ein Gemisch aus Kichererbsen und Tomaten, Möhren, Zwiebeln, Knoblauch. Vielen Dank. Guten Appetit. Vielen Dank fürs Kochen. Gerne. Die Stimmung erreicht ihren Höhepunkt. Das Jahr geht zu Ende. Wir sind auf der Lupina. Das heißt, die Leute sind immer fitter. Einige. 1. Januar 2023. Wir sitzen schon wieder bei Irvin und Valerie. Das da hinten ist Irvin. Es gibt Potluck, also jeder bringt was mit. Es ist das Paradies. Oh, Annette, was gibt's denn da? Schweinefleisch mit weißem Bohnen. Excuse me. Ah. Oh. Das ist Schwein, hier. Yeah. Schwein. The ribs. Ah, Reis from China. Oh, Reis from here. From here? Yeah. I have a garden. Oh. Yay. Oui, il est là.
Ja.